Hallo zusammen! Und zwar geht es heute in diesem Video darum, über meine BBG Collection, also meine Uhrensammlung, also von Casio. Ich habe natürlich auch noch andere Uhren, aber heute werde ich euch meine BBG Collection zeigen, weil ich wurde gefragt, ob ich nicht mal meine BBG-Uhren zeigen könnte. Ja, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch auch einfach mal. Ja, ich habe hier auch noch zwei Uhren liegen. Zum Beispiel so eine weiße mit Pink. Die sieht auch richtig schön sportlich aus. Die gefällt mir auch. Dann habe ich hier eine in Schwarz mit Pink. Die finde ich auch richtig schön. Ja, und aktuell habe ich jetzt gerade diese um. Aber wie gesagt, das möchte ich euch dann jetzt auch ein bisschen genauer zeigen. Also viel Spaß mit dem So, Video. da seht ihr ja halt meine Uhren jetzt genauer. Und ich werde euch die dann so ein bisschen noch von nahen filmen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit der Kamera. Ja, also das sind meine ganzen BBG-Uhren, die ich habe. Und ja, ich mag die Uhren. Und ich finde die ja richtig toll. Ja, und ich versuche euch mal, die dann halt ein bisschen von nah an zu zeigen. Fange ich mal hier bei der ersten Uhr mal an. Und ja, ihr seht, das ist analog mit Digitalanzeige. Ja, und ich mag das einfach. Auch so die Glitzerzahlen. Ich finde es einfach richtig schön. Ja, und ich trage die auch sehr gerne. Dann kommen wir hier zu der nächsten. Wie man sehen kann, ist es auch analog mit Digitalanzeige. Und ich finde diese Uhr ja auch richtig toll. Also ich finde alle Uhren toll. Das brauche ich eigentlich nicht jedes Mal sagen. Sonst hätte ich sie mir ja auch nicht gekauft. Ja, mir gefällt es einfach. Ist mal auch was anderes. So eine viereckige Uhr. Und dann auch so mit das Analog. Und die Zeiger, genau wie bei der ersten Uhr, die leuchten im Dunkeln. Finde ich auch richtig schön, wenn es so leuchtet. Ja, und jetzt sieht man die andere Uhr jetzt auch ein bisschen genauer. Also das sind diese beiden Analoguhren von Casio BBG. Ja, dann kommen wir hier zum nächsten. Und das blendet gerade ein bisschen, aber so müsste es gehen. Ja, da ist meine Lieblingsfarbe. Pink und Schwarz, das passt einfach zusammen. Baby G, ja. Und es gefällt mir, ich mag das. Ja, und wenn man hier auch auf der Taste drückt, dann kommt da auch immer hier oben auch so ein, ja, ein Tier hin und wieder mal, so ein Kätzchen oder ein Delfin. Ja, und das zeige ich euch aber auch gleich nochmal, wenn ich es auch an mein Handgelenk umhabe, wie es dann ausschaut und so. Das möchte ich euch dann auch gleich noch zeigen im Anschluss. Ja, und wie man sehen kann, sind die beiden Uhren gleich. Halt nur, das ist jetzt eine andere Farbe, wie man sieht. Die gefällt mir auch sehr gut. Und da ist ja auch wieder dieses große G-Knopf, sage ich mal. Und hier dann auch noch mal eine gleiche, bloß jetzt in rosa. Und ich finde diese Modelle richtig toll als Digital-Casio-Uhr.
Ja, da sieht man den Hündchen, hat man es gerade gesehen. Also hier bei der rosanen Uhr hier. Da auch wieder ein Hündchen. Zack. Ja, hin und wieder macht es auch von alleine. Ja, und hier zu der letzten Uhr. Das war auch eines meiner ersten. Also die hatte ich ganz am Anfang gehabt. Ja. Und ich finde die einfach richtig schön. Weiß, pink, lila. Das sind genau halt meine Farben. So, ihn wieder auf scharf stellen. Ja, das sind so meine Baby G Collection. Kleine Collection kann man sagen. Ne, 6 Stück. Ja. Ich denke, es werden vielleicht noch 2 dazukommen. So mit einem Leopardenmuster, Ziffernblatt. Da gibt es ja halt wieder richtig schöne Modelle. Ja. Aber das sind jetzt erstmal meine Baby G Collection. Ja, und ich zeige euch die dann halt nochmal, wie die so am Handgelenk dann So ausschauen. sieht es dann halt am Handgelenk aus. Ja, die hat auch also 4 Knöpfe an der Seite und oben ist auch Licht. Also wenn ich das jetzt anmache, das würde man jetzt gar nicht sehen. Ja, so mache ich das jetzt auch nicht. Also hier wäre das dann. Aber das sieht man jetzt auch gar nicht. Oder? Ah, da unten. Ja, man konnte es ein bisschen sehen. Also so sieht es dann am Handgelenk aus. Ich zeige euch das dann nochmal. Hier so der Verschluss. Hier wären wir dann auch jetzt bei der anderen. Also die auch analog mit digital ist. Und jetzt sieht man auch die Farbe ein bisschen besser. So ganz helles Rosa ist es. Geht schon fast im, ja, weiß kann man jetzt auch nicht sagen, aber ja, so ein ganz, ganz helles Rosa. Hier ist der Verschluss, wie man sehen kann. Und die hat auch natürlich Lichtanzeige oben wieder, genau wie bei der anderen Uhr. Ich versuche euch das mal dann halt zu zeigen. Ah, man konnte es, glaube ich, ein bisschen sehen. Ich versuche nochmal. Ja, da unten, ne, konnte man, glaube ich, gerade ein bisschen sehen. Und so sieht es dann am Handgelenk aus. Dann kommen wir auch hier schon mal zu der nächsten Uhr. Und die hat hier unten, da ist jetzt ein Kätzchen, konnte man gerade, glaube ich, sehen. Und hier unten ist dieser große G-Knopf. Und wenn ich jetzt hier mal so drauf drücke, das sieht man gar nicht. Aber das Licht. Also hier geht dann auch Licht an. Und das leuchtet dann auch Euch das rosa. mal jetzt so zu zeigen. Ja, so geht's besser. Ne, wenn man dann drauf drückt, geht das Licht an. Also so pink, lila. Und dann kommt auch immer da oben auch immer ein anderes Tierchen. Ne? Jetzt ist da so ein Kätzchen, ein Hund. Und wieder auch mal so ein Wal. Das kann ich euch auch gleich bei der anderen Uhr zeigen. Wie gesagt, ich habe ja 3 gleiche. Bloß in verschiedenen Farben halt. Ja, da ist jetzt der Wal. Oder Delfin, besser gesagt. Das ist ein Delfin.
Ja, so konnte man das halt besser sehen. Da ist ein Fisch. Oder was es sein soll, ne? Ja. Und ich liebe diese Uhren einfach. Also diese So, dann Modelle kommen wir hier jetzt jetzt. auch zu der nächsten Baby G-Uhr. Ja, und ich versuche euch das gleich wieder zu zeigen mit der kleinen Lampe hier. Ja. Ich finde diese Digital Baby G-Uhren, also diese Modelle hier in verschiedenen Farben halt richtig schön. Es gibt halt viele verschiedene Digital-Ziffer, Blattanzeigen und ich finde diese halt schön, vor allen Dingen, wo oben auch Monday, also Montag, halt dann auch hin und wieder solche Tierchen auftauchen. Ja. Und mir gefällt das auch halt mit dieses hier und die Form. So, dann zeige ich euch das mal. Leuchtet so bläulich. Und auch immer ein anderes Tierchen. Ne, genau wie bei der anderen Uhr auch. So, hier wäre dann noch mal diese andere in rosa. Hier ist der Verschluss. Baby G. Ich finde diese Uhren ja echt klasse. Am liebsten hätte ich sie alle, die mir gefallen. Ja, aber wie gesagt, da werden noch nach und nach auch wieder ein paar neue dazukommen. Ja, und dann werde ich euch das nochmal zeigen, wie diese Belichtung ausschaut. So, sieht man das dann jetzt auch gleich. Also hier. Wenn man hier drauf drückt, wie man sehen kann, auch wieder diese Tierchenanzeige. Bei der einen Uhr, die ich euch gerade eben gezeigt habe, da stand ja Monday. Und ja, so Montag, die muss ich dann halt noch mal richtig einstellen. Die anderen Uhren sind jetzt alle richtig eingestellt. Ja, aber das ist ja jetzt auch egal. Es geht da ja halt nur darum, dass ich euch die eben so zeige. Hier das Kätzchen noch mal. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu der letzten Uhr. Das war eine meiner ersten Uhren, die ich zuerst hatte. Und die habe ich auch hier gekauft. Und die eine Uhr, die habe ich auch hier gekauft. Also diese. Die habe ich auch hier gekauft. Die anderen habe ich bestellt. Baby G. Weiß, pink, lila. Ich liebe es. Und die hat halt so eine Digitalanzeige. Also so ein Ziffernblatt. Die finde ich auch richtig schön. Auch so die Form und so. Sieht auch richtig schön sportlich aus, die Uhr. Und ich liebe es. Ja, und ich zeige euch dann hier auch noch mal eben die Belichtung von der Uhr, die Ja, ausschaut. und Moment. So sieht's dann aus.
Also pink ist die Beleuchtung. Also richtig schön. Hier wäre dann noch mal der Verschluss. Das wäre dann so halt meine Collection, meine kleine Baby G Sammlung. Ja, und wie ich die aufbewahre, ich bewahre die hier in diese Original Dosen auf. Da habe ich die dann alle drinne und so bewahre ich die dann halt auf, dass da wie gesagt auch ja, dass sie dann halt verpackt sind, dass da halt kein Staub oder dass da irgendwie ja was kaputt gehen kann oder so, bewahre ich die dann hier drinne auf. Ja, ich habe natürlich auch noch andere Uhren. Ja, ich habe ja so ein paar noch. Aber ich denke, die werde ich euch dann bestimmt auch noch mal zeigen, weil ich habe auch noch mal vor, vielleicht mal meine Schmucksammlung zu zeigen. Vielleicht werde ich euch dann meine anderen Uhren dann in dem Video vielleicht dann auch noch mal zeigen. Ja, aber es ging hauptsächlich jetzt um Baby G Uhren und da wollte ich halt extra ein Video machen, ja, weil ich wie gesagt auch ja gefragt worden bin. Jo. So, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt auch erstmal bei euch und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!